Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video gibt es das Unboxing und die ersten Eindrücke von einem Duft, den schon mega viele von euch angefragt haben. Es geht nämlich um Date for Men von Fragrance One bzw. von Jeremy Fragrance. Und nachdem das letzte Video zu Jeremy Fragrance Düften, also zu dem Office for Men, zu dem ersten Duft so gut bei euch angekommen ist oder allgemein so viele Klicks bekommen hat, habe ich mir gedacht, das kann ich mir nicht entgehen lassen und deshalb habe ich mir den bestellt und er ist heute angekommen. Deshalb gibt es hier jetzt für euch exklusiv den allerersten Eindruck, meine Reaktion auf diesen Duft. Und ich bin mega gespannt, weil sich seit dem Office for Men, den ich hatte, einiges getan hat, was den Flakon angeht. Es gibt endlich eine Kappe, das Ganze ist endlich in einem ordentlichen Päckchen. Und grundsätzlich kann ich erstmal sagen, da ich den ersten Flakon besessen habe, gab es für mich einen 50% Rabatt auf diesen Flakon hier. Ich habe dafür zwar keine E-Mail bekommen, habe dann aber den Support angeschrieben und ich muss ehrlich sagen, was ich denen super hoch anrechne, ist, dass die mir erstmal innerhalb von 2 Stunden oder so geantwortet haben aus England oder woher auch immer das kam. Und die meinen halt direkt so, ja, gar kein Problem, wenn du den ersten Duft gekauft hast, erstatten wir halt die Hälfte von dem Verkaufspreis zu Date for Men. Und das fand ich wirklich sehr gut, weil normalerweise ist es so, du kriegst irgendeinen Rabattcode per E-Mail und wenn du den halt nicht einlöst, dann ja, ist halt nichts mit 50%. Und dass sie es halt rückerstatten, finde ich echt extrem, extrem geil. Das war es jetzt aber mit dem ganzen Vorgeplänkel. Ihr seid bestimmt gespannt, was hier drin ist und wie der Duft riecht. Und deshalb werde ich jetzt direkt mal anfangen. So, der Flakon fühlt sich hochwertig an, hat so einen etwas glänzenderen Print hier vorne drauf. Hinten steht drauf Fragrance One GmbH, Grünwald Germany, Made in Germany. Dafür bin ich übrigens mega dankbar, weil ich nämlich so der Erste sein kann, der diesen Duft überhaupt im Internet testet, was immer für gute Klicks auf Jeremys Nacken sorgt. Und das hier ist dann eben der Flakon. Für meine Bewertung von dem ersten Flakon, also dieses eckige Ding von Office, gab es ja einige Kritik von euch, dass ich da ein bisschen zu freundlich rangegangen bin. Wenn ihr mich fragt, kann ich euch aber nicht wirklich sagen, welcher Flakon mir besser gefällt. Dieser hier oder die Variante von Office for Men, die ich hatte, dieser viereckige Flakon. Hier ist zwar jetzt eine Kappe dabei, aber es wirkt für mich ehrlich gesagt so, weil die auch sehr dünn ist, als wäre das was, was man nur im Nachhinein nochmal drauf gemacht hätte, damit die Fans nicht so meckern oder die Leute, die das kritisiert haben, damit die halt irgendwie dann ihre Kappe haben. Fühlt sich immer noch recht hochwertig an, also wenn ihr mich fragt, finde ich das immer noch okay, aber ja, ich könnte jetzt nicht sagen, dass der mir so mega viel besser gefällt als die vorige Variante. So, und dann fangen wir jetzt mal an mit dem Duft, denn das ist ja das, was alle interessiert. Also, let's go. Okay, sehr interessant schon mal, dass der direkt anfängt zu sprühen. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht erlebt. Ja, und was ich da schon mal sagen kann, ist, dass die Duftölkonzentration da wohl relativ hoch ist, denn ich weiß nicht, sieht man das eigentlich? Kann ich endlich auch mal sagen. Mein Arm glänzt wie Hölle. Also echt anscheinend eine sehr hohe Duftstoffkonzentration in diesem Parfum. Okay, let's go, der Duft. Okay, also, das verwirrt mich jetzt leider ein bisschen, aber ich rieche hier hauptsächlich Zitrusfrüchte. Ich rieche ein bisschen was Würziges, Kardamom oder so. Und ich rieche ganz viel Ambroxan. Also, wenn ihr nicht wisst, was Ambroxan ist, das ist das, was in Sauvage von Dior drin ist oder Montblanc Explorer. Wenn ihr wissen wollt, wie Ambroxan riecht, holt euch einen dieser beiden Düfte oder testet den im Douglas oder sonst irgendeiner Parfümerie. Also man riecht das schon sehr stark raus. So ein bisschen hölzern mit einem sehr charakteristischen Duft auf jeden Fall. Das rieche ich und ich rieche, wie gesagt, Zitrus und etwas Kardamom. Aber nur ein ganz klein bisschen und das ist hauptsächlich Zitrus und Ambroxan. Also finde ich den in den ersten Sekunden, möchte ich sagen, sehr ähnlich wie sowas wie Bleu de Chanel, Y von Yves Saint Laurent und all diese ganzen Düfte, die mit so einem Citrus-Opening starten. Ich kann sagen, ich hatte mich ehrlich gesagt auf Oud gefreut, weil das von Jeremy im Vorhinein sehr stark promoted wurde, dass da Oud drin ist. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig für das Parfum, weil ich nämlich ein riesiger Oud-Liebhaber bin. Ich habe mehrere Oud-Destillate da, werde das auch morgen in einem Video nochmal zeigen. Also wenn ihr das sehen wollt, abonniert diesen Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Aber ich rieche auf jeden Fall kein Oud raus. Und das ist ehrlich gesagt sehr schade. Ich rieche Zitrusfrüchte, Ambroxan, Kardamom. Und jetzt müsste ich eigentlich auch mal die Duftnoten raussuchen. Also gehe ich jetzt mal auf Parfumo und suche Date for Men.
Gut. Was soll hier drin sein? Kopfnote: Zitrone, Bergamotte, Mandarine, Artemisia, Kardamom. Schon mal 2 von 5 richtig, beziehungsweise Zitrusfrüchte, okay, Zitrone, Bergamotte, voll ins Schwarze getroffen. Herznote steht hier Ambroxan, Hölzer, Kardamom, wieder 2 richtig. Und Basisnote steht hier Moschus, Patchouli, Oud und Vetiver. Und an der Stelle muss ich sagen, ich rieche kein Oud, ich rieche kein Vetiver daraus. Und ich weiß leider, wie diese Duftnoten riechen, deshalb ist es jetzt ein bisschen blöd hier. Also was ich denke, ich sagen kann, und es tut mir an dieser Stelle auch echt ein bisschen leid, weil ich Office for Men wirklich sehr gut fand. Und hier ist es jetzt leider eher enttäuschend, denn die Basis ist so ein Mix aus verschiedenen Sachen, aber ich kann nicht wirklich sagen, das ist jetzt so der Duft von diesem Parfum. Also ich rieche am Anfang die Zitrone oder was auch immer da drin ist, ich rieche Ambroxan, ich rieche Kardamom, aber danach verschwimmt es irgendwie so und es ist kein klar definierbares Ding. Und das ist ein bisschen schade. Und es erinnert mich jetzt gerade sehr an so Sachen wie Y von Yves Saint Laurent, was ich auf diesem Kanal ja auch schon rezensiert habe und was ein ähnlicher, ja, undefinierbarer Mix aus Duftnoten war dann. Ich werde euch natürlich, wenn ihr das möchtet, auf dem Laufenden halten, wie die Haltbarkeit ist und wie der Duft jetzt beispielsweise in 2 Wochen für mich ist. Also wenn euch das interessiert, dann schreibt mir gerne jetzt einen Kommentar in die Kommentare rein, wenn ihr eine volle Rezension von diesem Duft sehen wollt. Ansonsten werde ich euch natürlich auch noch ein Video drehen, wenn irgendwann mal der gute alte Sport for Men rauskommt. Und genau, also bleibt auf jeden Fall dran, um das nicht zu verpassen. Wie dem auch sei, Leute, wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.